Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und freut euch schon auf das Jahr 2018, denn es ist nicht mehr lang und dann ist das Jahr komplett vorbei. Ja, wow, was soll ich sagen? Ich glaube, das sagt wohl jeder YouTuber irgendwie in seinem Video Ende des Jahres. Wie schnell ist bitte die Zeit vergangen? Und das Jahr 2017 war für mich gerade auf YouTube sehr spannend, denn ich bin erst in diesem Jahr wirklich sehr aktiv geworden und habe regelmäßig Videos hochgeladen. Jetzt im Dezember hatten wir ja diese kleinen Adventskalender-Aktion mit 16 Videos in dieser Reihe und noch zwei hinten dran. Das heißt, es waren 18 Videos im Dezember gewesen und sonst auch in jeder Woche mindestens, also nicht mindestens, in jeder Woche zwei Videos. Und ich hoffe, es geht im Jahr 2018 genauso weiter. Ich denke, ich werde mich auch in der Zeit einfach weiterentwickeln und es wird sich auch noch vieles ändern, denn momentan bin ich noch Studentin und im Jahr 2018 möchte ich dann gerne endlich arbeiten gehen, da ich Ende Februar, März irgendwann mein Studium dann komplett abgeschlossen habe. Soweit ist zumindest meine Planung. Und da wird sich dann sehr wahrscheinlich in dem YouTube-Rhythmus bei mir vielleicht einiges ändern, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann einfach sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich möchte euch jetzt, wie ihr vielleicht schon im Titel lesen könnt, meine beendeten Buchreihen im Jahr 2017 zeigen. Ich habe insgesamt ca. 50 Bücher gelesen. Es sind, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß es gerade nicht ganz so genau. Das werde ich euch aber wahrscheinlich in einem separaten Video oder auf jeden Fall auch als Blogpost nochmal berichten. Also wenn ihr diesen Blogpost lesen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Ich weiß noch nicht genau, wann dieser online gehen wird, aber auch auf jeden Fall gegen Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres dann eben. Ich dachte ehrlich gesagt, ich habe meine Buchreihen hier neben mir stehen, liegen, wie auch immer, gestapelt. Ich dachte ehrlich gesagt, es wären irgendwie mehr Buchreihen, die ich beendet habe, da ich ja doch relativ viele Bücher gelesen habe, also für mich relativ viel, zumindest seit den letzten paar Jahren waren das 50 Bücher relativ viel für mich. Es sind allerdings gar nicht so viele geworden. Es sind, ich schaue gerade mal nach, 6 Buchreihen geworden, was jetzt nicht schlecht ist, ne? Ich bin froh, wenn ich Buchreihen beenden kann. Ich habe ja auch schon ein Video gedreht, wo ich euch gezeigt habe, welche Buchreihen ich 2018 gerne beenden möchte. Da werde ich euch dann wahrscheinlich auch gegen Ende des Jahres 2018 dann zeigen, welche ich wirklich beendet habe. Ja, aber es sind 6 beendete Buchreihen, besser als gar nichts. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich gehe chronologisch vor und zeige euch, welche Buchreihe ich als erstes beendet habe. Die habe ich ja relativ flott gelesen. Die ist auch, glaube ich, letztes Jahr erst erschienen, der Erstband zumindest. Das ist eine vierreihige Buchreihe und zwar, jetzt zeige ich es wahrscheinlich falsch rum, die Kalendergirl-Reihe. Ich mache es mal so rum. Das ist die Kalendergirl-Reihe. Ich zeige sie euch einmal ganz kurz nacheinander, aber ich denke, die meisten werden diese Bücher von euch kennen. Ich habe hier einmal Kalendergirl den ersten Teil verführt, den zweiten Teil berührt, den dritten Teil begehrt und den vierten Teil ersehnt. Von den Covern her finde ich alle Bücher wunderschön. Auch die Farben finde ich wunderschön. Das festigt sich wirklich, das ist so ein bisschen so ein Softcover, festigt sich wirklich sehr schön an. Genau, ganz kurz zu der Reihe. Die habe ich beendet im Februar. Also doch schon sehr am Anfang des Jahres. Was ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich dachte, ich hätte die viel später beendet. Aber nein, ich habe sie schon im Februar beendet. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Der erste Band hat mir auch noch relativ gut gefallen. So ab dem dritten Band ging es wirklich gar nicht mehr. Der dritte und der vierte Band war, oh, da habe ich mich nur noch durchgequält. Der erste und zweite Band ging gerade so noch. Vom ersten Band war ich relativ begeistert, auch wenn ich die Typen nicht unbedingt mochte. Aber ja, ich mochte Mia auch irgendwann nicht mehr so gerne. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, diese Buchreihe wegzugeben, da ich sie nicht mehr lesen möchte. Ich habe keinen Bock, mich da nochmal durchzuquälen und auch wenn sie hübsch aussehen, es bringt mir nichts. Ich habe so wenig Platz in meinem Bücherregal, dass ich nur noch Bücher behalten möchte, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auf jeden Fall nochmal lesen möchte, würde, wenn ich nicht so einen relativ großen Sub habe. Relativ ist jetzt auch schwer gesagt. Also ich habe 50 Bücher aus dem Sub, ist jetzt für manche vielleicht nicht ganz so groß, aber das sind keine Bücher, die ich auf jeden Fall nicht mehr lesen möchte. Deswegen kommt diese Buchreihe weg. Ich glaube, die hat zwischen durchschnittlich 3 Sterne bekommen oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht mehr zu dieser Buchreihe zu sagen. Mir hat sie nicht gefallen.
Ich kenne sehr wenige, denen die komplette Buchreihe gefallen hat. Von den meisten haben wirklich die ersten ein, zwei Bände gefallen und danach auch nicht mehr. Und so ging es mir halt eben auch. Und viele haben das auch gar nicht fertig gelesen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde sie auch keinem empfehlen, auch wenn die Bücher wirklich hübsch aussehen. Und ich dachte, die Thematik ist mal, beziehungsweise die Story ist mal ein bisschen was anderes. Deswegen habe ich danach gegriffen. Aber nee, Leute, mir gefällt es einfach nicht, deswegen würde ich die keinem empfehlen. Trotzdem bin ich irgendwie froh, dass ich sie gelesen habe. Dann geht es weiter mit einer Trilogie von einer Autorin, von der ich die vorherige Trilogie auch schon gelesen habe. Im letzten Jahr müsste das gewesen sein. Die Buchreihe habe ich beendet im Mai 2017, genau. Ja, also da war ich auch relativ lost, aber die Bücher waren so gut, dass ich die generell einfach unfassbar schnell gelesen habe. Ich zeige euch mal, um welche Reihe es geht. Ich muss das mal kurz drehen und zwar um die Again-Reihe von Mona Kasten. Ich denke, davon haben auch schon sehr viele gehört. Das ist der erste Band, Begin Again, Just Again und Feel Again. Ich finde die Cover unfassbar schön, sehr schlicht, aber irgendwie doch wunderschön. Ich zeige sie euch gerade mal ganz kurz. Hier der zweite Band und der dritte Band. Ja, gerade bei dieser Buchreihe merkt man, dass der Schreibstil sich von Mona Kasten verbessert hat. Der erste Band war gut, der zweite war besser und der dritte Band, den fand ich, glaube ich, am besten. Viele fanden den zweiten am besten, aber ich fand, glaube ich, den dritten am besten, weil ich einfach Sawyer und Isaac sehr gerne mag. Der zweite Band hat mir auch gut gefallen, aber der erste hat natürlich auch schon gut gefallen. Sonst hätte ich nicht weitergelesen, sehr wahrscheinlich. In dieser Reihe geht es um verschiedene Paare. In dem ersten Band geht es um Ellie und Caden. Im zweiten geht es um Spencer und wie heißt sie? Dawn. Und im dritten, wie eben schon angesprochen, um Sawyer und Isaac. Man lernt alle vier Charaktere aus dem dritten und zweiten und dritten Band schon im ersten Band kennen. Ja, und die tauchen auch immer wieder alle in diesen Büchern vor. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, die Buchreihe sieht auch zusammen wunderschön im Buchregal aus. Und das ist eine Reihe, die würde ich auf jeden Fall nochmal lesen irgendwann. Sehr wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, so gegen Sommer, Frühling, Sommer vielleicht nochmal. Einfach, weil sie mir so unglaublich gut gefallen hat. Und man merkt, dass Mona Kasten diese Reihe irgendwie sehr gerne geschrieben hat. Dennoch freue ich mich auch auf ihre nächste Reihe. Es wird, glaube ich, auch wieder eine Trilogie. Die Maxon Hall Trilogie heißt sie, glaube ich. Da erscheint der erste Buch. Der erste Buch. Da erscheint das erste Buch im Januar, meine ich. Ich weiß gar nicht, wann der erste Teil erscheint. Auf jeden Fall erscheint nächstes Jahr die neue Trilogie von Mona Kasten. Ja, die Reihe würde ich jedem empfehlen, weil ich sie einfach unfassbar gut finde und sie wird, wie gesagt, von Band zu Band besser, meiner Meinung nach. Ich würde sie euch einfach sehr wärmstens ans Herz empfehlen. Die nächste Reihe kann ich euch gar nicht zeigen, da ich die Bücher gar nicht hier habe, aber ich werde euch entweder hier oder auf dieser Seite alle drei Bücher einblenden. Dann könnt ihr mal die Cover sehen, dann seht ihr auch, um welche Bücher es geht. Und zwar geht es um die Selection Trilogie von Kira Cass. Ich glaube, zu den Büchern muss ich auch nicht mehr viel sagen, denn die meisten werden diese Reihe sicherlich kennen. Ich fand sie wirklich sehr schön. Ich fand, man konnte sehr gut irgendwie in diese Geschichte hineintauchen. Und es war eine locker leichte Geschichte, die ich wirklich sehr gerne gelesen habe und die ich sicherlich irgendwann nochmal lesen werde. Ich werde mir die Bücher auch irgendwann in Zukunft bestimmt zulegen. Da gibt es ja so einen hübschen Schuber von, wobei die Einzelbände, also die Bände nicht in diesem Schuber, auch wirklich sehr schön aussehen. Aber ich hätte gerne den Schuber, da ich den unfassbar schön finde. Und den werde ich mir bestimmt irgendwann in den nächsten paar Jahren mal zulegen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Reihe, die ich nochmal lesen würde. Ja, das war jetzt ganz knapp zu dieser Buchreihe. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig noch zu sagen soll. Doch, ich kann euch noch sagen, wann ich diese Buchreihe beendet habe. Und zwar habe ich die Buchreihe beendet im Juni 2017. Ja, logischerweise, wenn ich euch sage, welche Buchreihen ich 2017 beendet habe. Ja, das war so schön im Sommer. Das sind nicht dicke Bücher, die kann man wirklich sehr gut lesen. Gerade für den Frühlingssommer mag ich solche Bücher sehr, sehr gerne. Und habe das dann halt eben in diesem Monat verschlungen. Im Juni habe ich dann auch noch eine weitere Reihe beendet. Und zwar die It-Reihe von Cora Carmack. Ich blende euch, beziehungsweise ich zeige euch mal die Bücher so. Wir haben hier einmal Losing It, Faking It und Finding It. Das ist eine Trilogie. Ja, sonst hätte ich sie ja nicht beendet, ne? Von Cora Carmack, das sind alles drei Engel-Exemplare gewesen. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, eins mal bei Hugendubel und zwei andere bei Avell bestellt und dort gekauft.
Ich nehme die jetzt mal wieder runter. Ich kann euch mal ganz kurz die Bände einzeln zeigen. Und zwar haben wir einmal Losing It, der erste Band, Faking It, der zweite Band und Finding It, der dritte Band. Ich habe, glaube ich, sogar alle drei Bücher im Juni komplett gelesen oder ich habe im Mai angefangen und im Juni dann alle die Reihe dann beendet. Irgendwie so muss es gewesen sein. Es war eine sehr schöne Geschichte. Das ist auch wirklich nicht schwer zu lesen, da es doch sehr wenige Seiten sind. Ja, so knapp 300 Seiten pro Buch. Also kommt man da doch sehr schnell durch. Hier geht es auch wieder immer um verschiedene Paare. Aber im Grunde genommen geht es um, also es geht um drei Freunde. Und in allen drei Büchern geht es um eine dieser Freunde, die dann eben, ja, eine Liebesstory anfängt. Hier in diesem Buch geht es um Bliss Edwards und diese ist 22 und steht kurz vor dem College-Abschluss und hatte als einzige von allen Freundinnen noch nie Sex und dann bespricht sie sich eben mit ihrer besten Freundin und sucht sich halt eben einen Typen raus. Ja, letztendlich ist es dann ein bisschen blöd und denn sie trifft auf den attraktiven Fremden Garrick, der leider Dozent an ihrer Uni ist. Das ist der erste Band. Im zweiten Band geht es um, Kate, das ist ein Freund von Bliss. Den lernt man auch schon im ersten Band kennen und dieser trifft auf Max Miller. Ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ich glaube, dieser Band hat mir tatsächlich auch am besten gefallen. Den ersten Band fand ich auch gut. Den fand ich am besten. Und in dem dritten Band geht es eben um die beste Freundin von Bliss, und zwar Kelsey Summers. Und diese ist auf einer Rundreise durch Europa und trifft da auf einen netten Typen. Die Geschichte fand ich okay, fand ich aber nicht so gut wie die anderen zwei. Aber es ist trotzdem eine wunderschöne Trilogie, die ich auch jedem ans Herz legen kann. Zu lesen. Mehr bleibt mir dazu auch nicht mehr zu sagen. Dann habe ich im September die nächste Reihe beendet, beziehungsweise es ist keine komplette Reihe gewesen, aber es sind die ersten drei Bücher der Reihe, die sich um ein Pärchen handeln. Deswegen ist es für mich persönlich abgeschlossen und ich werde auch sehr wahrscheinlich nicht weiterlesen, da mich die Reihe, beziehungsweise die ersten drei Bände nicht überzeugen konnten. Sie waren nett. Es war zwischendurch ganz gut. Es sind 250 Seiten circa gewesen pro Band. Ich kann euch allerdings nur noch zwei zeigen. Und zwar geht es um die, ich glaube, Rosemary Beach Reihe. Das ist Rush of Love von Abby Kleins. Ich habe den ersten und zweiten Band und auch hier den dritten habe ich schon weitergegeben, da die Reihe mein Bücherregal verlassen muss. Ich fand sie nicht außerordentlich toll. Deswegen möchte ich sie nicht in meinem Bücherregal stehen haben. Ja, das ist so eine typische New Adult Erotik-Geschichte. Wer vielleicht Abby Kleins kennt, weiß, wie sie schreibt, was sie schreibt, was darin vorkommt. Wie gesagt, das war eine nette Geschichte, aber ich würde sie halt nicht nochmal lesen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die Reihe wirklich weiterlesen möchte. Ich habe noch eine komplette Reihe hier von ihr, eine andere Reihe, die werde ich auf jeden Fall noch lesen. Die finde ich auch optisch schöner als die Rush of Love-Reihe, aber die Reihe hat mir nicht gefallen. Hier geht es um Blair und Rush. Und ich denke, wenn man sich in diesem Genre so ein bisschen auskennt, weiß man schon in etwa, was da passieren wird. Auf jeden Fall, ja, trifft dann Blair irgendwann auf Rush und die können dann beide die Hände nicht voneinander lassen und es passieren noch so einige andere Dinge. Wenn euch das interessiert, solltet ihr das lesen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, weil sie mich eben nicht begeistern konnte. Ja, auf jeden Fall muss diese Reihe aus meinem Bücherregal verschwinden und ich habe die ersten drei Bücher für mich abgeschlossene Reihe zu diesem Paar zumindest beendet. In, ich glaube, 14 Bände hat diese Reihe insgesamt. Es geht aber in, ich glaube, es sind immer drei Bände, die zu einem Paar gehören. Immer um Paare, die man aber auch schon in den ersten drei Bänden kennenlernt. Es gibt, glaube ich, noch einen vierten Band zu Rush und Blair, der heißt Rush Too Far oder sowas. Ich glaube, sind die drei Bände aus Rushs Sicht. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Und dann habe ich im Dezember noch eine Buchreihe beendet. Da kann ich euch allerdings nur den dritten Band zeigen, da ich mir den ersten und zweiten Band ausgeliehen habe. Der dritte Band ist ein Rezi-Exemplar. Und zwar rede ich von der Diamantkrieger-Saga. Ich finde die Cover unfassbar hübsch, deswegen hat mich dieses Buch auch angesprochen. Blöderweise habe ich mir den dritten Band angefragt und wusste nie, dass es einen ersten und zweiten Band gibt. Ja,
Blöd von mir, da musste ich mir die halt eben ausleihen. Aber es gibt Schlimmeres. Ich habe diese Reihe jetzt endlich beendet. Ich sage endlich, weil sie mich nicht überzeugen konnte. Beziehungsweise der dritte Band war tatsächlich am besten, meiner Meinung nach. Mich konnte der erste und zweite Band nicht unbedingt überzeugen. Die erste Hälfte dieses Buches auch nicht. Und das ist bei 300 Seiten dann doch schon ein bisschen blöd. Oder 350 Seiten. Bisschen blöd, wenn man die erste Hälfte nicht überzeugen kann. Die zweite Hälfte fand ich tatsächlich aber wirklich sehr gut. Wobei ich ein bisschen gelogen habe, denn beim zweiten Band, das letzte Drittel ungefähr, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, der Einstieg in dieses Buch war ein bisschen lahm. Ja, ich mochte Sarah nicht unbedingt. Ich konnte ihr Handeln nicht immer verstehen. Deswegen kam ich mit diesem Buch, glaube ich, auch nicht ganz so gut zurecht. Trotzdem bin ich froh, dass ich diese Reihe irgendwie gelesen habe. Ich finde die Cover so unglaublich hübsch. Aber da ich nur den dritten Band habe, werde ich auch dieses Buch weggeben. Da ich die Reihe nicht toll fand und nicht mehr lesen würde. Und nur wegen dem Cover ein Buch zu behalten, finde ich ein bisschen blöd. Und vielleicht erfreut sich da jemand anderes dran. Genau, hier geht es um Sarah. Und diese hat eine besondere Gabe. Und zwar kann sie Diamanten spüren und fühlen. Und was dieses ganze Diamanten fühlen und spüren noch auf sich hat, solltet ihr, wenn euch das interessiert, in diesen drei Büchern lesen, denn das ist eine Trilogie von Bettina Belitz, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Und ja, vielleicht, wenn man jünger ist, gefällt es einem besser. Mit 23, 24, nein, ich habe es glaube ich mit 23 fertig gelesen, ist es vielleicht nicht mehr ganz so was von der Geschichte her. Aber gut, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Jetzt weiß ich es besser und kann vielleicht Älteren davon abraten. Aber ich denke, für so jüngere unter uns, so 12, 13, 14, ist das vielleicht noch eine nette Geschichte. Sie war jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber sie konnte mich halt persönlich nicht überzeugen und ich kam in diese Story nicht richtig rein. Ja, ich glaube, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht mehr. Das waren alle 6 Reihen, die ich im Jahr 2017 beendet habe. Sehr unterschiedliche Bücher und ja, mal mehr und mal weniger gute Buchreihen dabei. Es waren ehrlich gesagt nur 3. Es war Hälfte, Hälfte. Es waren 3 gute Buchreihen und es waren 3 nicht ganz so überzeugende Buchreihen dabei. Finde ich eigentlich einen ganz guten Schnitt. Mein Lesejahr 2017, ich weiß gar nicht, wie das im Schnitt so war von der Bewertung her, aber ich denke, das war auch ein ganz durchschnittliches Jahr. Da werde ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, in diesem Blogpost hier wahrscheinlich noch mehr erzählen. Ich mache wahrscheinlich kein Video dazu, aber in diesem Blogpost werde ich euch was dazu erzählen. Ja, ich möchte das Video jetzt nicht noch unbedingt länger halten. Ich wünsche euch jetzt, wir werden uns ja erst wieder im neuen Jahr sehen, ich wünsche euch noch ein restliches schönes Jahr mit diesen 3 Tagen. Donnerstag, Freitag, Samstag, 4 Tagen. Und kommt gut ins neue Jahr hinein. Ich wünsche euch alles, alles Gute fürs neue Jahr. Und wir werden uns in dem nächsten Jahr dann wiedersehen. Bis dann. Tschüss.